Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Project Highrise. Eine weitere Folge im Synapsia Tower 2 V2. Ja, wir sind ja in den. Mussten ja leider noch anfangen, ab Folge 5. Oh, what happened? Ja. Ich war gerade kurz abgelenkt. Whatever, wollte ich sagen. Wir kriegen es hin. So, hier will niemand einziehen. Und die wollen alle nicht. Warum? Warum seid ihr denn so unzufrieden? Größe, Auswahl an kleinen Restaurants. Habe ich das irgendwie verpeilt? Mittelgroße. Kleine Kaffee oder Schlemmermeile? Ich verstehe das nicht. An kleinen Restaurants. Wir haben doch kein... Warte mal. Probier das jetzt nochmal. Ich setze mal einfach hier einen hin. Restaurants. Wraps. Wraps sind super. Wraps zieht ein. Wie lange baut ihr denn an dem... So. An kleinen Restaurants. Ist das Spiel buggy? Bürogestellte. Ne, 50 Bürogestellte. Kriegen wir hin. Verstehe ich nicht. Kleine Restaurants, ist hier vielleicht was abgeschnitten im Namen? Kleine Restaurants, die anbieten. Wir machen das mal anders. Wir machen Reverse Engineering. Also, die machen Frühstück und Mittagessen. Ja. Die machen Kaffee und Mittagessen. Instandhaltung. Oh, Strom. Was? Echt? Strom ist am Arsch? Baby. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal was ganz Beklopptes. Wie können wir nicht? 5500? Gut, dann machen wir es anders. Machen wir so. Damit der Strom zumindest da ist und die nicht ausziehen. Und beim nächsten Kaching mache ich das dann. 5500 brauchen wir. Also, nochmal. Wir haben hier Mittagessen. Wir haben wahrscheinlich keine Kleinen, die irgendwie Abendessen anbieten. Aber ich glaube, das gibt es doch gar nicht, oder? So, Frühstück. Frühstück. Mittag, Mittag. Die bieten ja alle nur Mittag. Also daran kann es nicht liegen, ne? Die machen Mittag. Fastfood, Mittag. Mittag. Kaffee, Mittag. Oh. Ne, der bietet Frühstück. Vielleicht brauchen wir jemanden, der Frühstück noch anbietet. Ob das reicht. Vielleicht war es wirklich das Frühstück. Wir schauen einfach mal. So, jetzt können wir Großstrom setzen. So, hier ist ein Service überlastet und zwar der Kurier. Hat man auch nicht mehrere, ne? Nee. Da brennt der Aufzug. Wahrscheinlich war die Mülltonne zu schwer beladen. So, 190 am Tag. Da können wir jetzt mal richtig große Sprünge machen. Wieder mehr kleine Restaurants. Das kann doch nicht sein. Irgendwas stimmt doch nicht. Größere Anwahl des Restaurants, die Abendessen zum Beispiel anbieten.
Weißt du was, jetzt klatsche ich halt noch ein Restaurant hier rein, was halt Abendessen anbietet. Irgendwie müssen wir ja mal hinkriegen, dass sie diese Dinge haben wollen, sollen, müssen, dürfen. Warte mal, vielleicht können wir noch ein paar erstmal ein paar kleine hinsetzen. Da ist noch ein Kreativbüro, Telefon und Strom. Haha, gar kein Geld. Das ist doof. Das ist richtig doof. Das ist richtig blöd. Können wir schon was verkaufen? Haben wir noch irgendwie ein paar Münzen für den Einkaufswagen, die wir einsetzen können? Ohne Strom wird er da keinen Tag aushalten, oder? Sieht nicht gut aus. Also ich habe so viele kleine Restaurants, die habe ich nie gebaut. Also irgendwas stimmt nicht. Ich werde jetzt einfach noch ein Restaurant bieten, was der macht Abendessen. Was haben die gesagt bei diesen höheren? An mittelgroßen Restaurants. An Restaurants, die Abendessen anbieten. Also ich würde sagen, wir machen noch ein mittelgroßes Abendessen-Ding. Ne? Machen wir das noch? Machen wir noch. Komm, gib mir Geld. Mach 0 Uhr. Ich habe 6 kleine Restaurants. Das ist eigentlich... Danke. Ich kann auch mal die Infos... das können wir mal ausmachen hier. Oh, 28 Tage später. Errungenschaft freigeschaltet. Können wir denn nicht hier einen einziehen lassen? Warum ist das denn so schwierig? Die brauchen richtig viel. Mittelgroße und kleine Restaurants. Und dann brauchen sie noch ein paar Services, wie ein Aktenablagen-Service. Gut, aber das ist nicht Voraussetzung. Sie sind da nur unzufrieden. Mittelgroßen Restaurants. So, komm. Die Abend-Sandwich-Shop, Salat und Bar, Diner. Annas Restaurant macht Mittagessen, Mittagessen, Mittagessen. Salat. Mittagessen, Mittagessen, Mittagessen. Sandwich-Shops. Mittag, Mittag, Mittag. Verdammt, Diner. Mittag, Mittag, Mittag. Fast Food. Ach, die machen Abendessen. Da machen wir den Taco-Laden, oder? Machen wir einen von den beiden. Erwartet Abfallbehälter. Kriegst du. Oh, da ist irgendjemand ausgezogen. Mhm, den ich gerade gebaut hatte. Das war mir schon fast klar. Moment. Was habe ich? Doch, passt. Abfall hat er auch. Gut, er hatte kein Telefon, ne? Strom haben wir mehr als genügend, alles klar. Komm, pack die Kiste weg. Eine Anwaltskanzlei von 120 kriegst du. So, instand halten. Das ist wieder das gleiche wie beim letzten Mal. Der ist schon wieder überlastet, obwohl der hinten eigentlich auch entlasten könnte. 720. So, jetzt müssen wir eine 0 Uhr wieder abwarten, damit wir Kohle kriegen. Ah, jetzt sind die Baukosten zu hoch. Alles klar, jetzt sieht's gut aus. Sehr geil. So, Aktenablageservice und Catering-Service. Aktenablage und Catering. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nach hinten noch ausbauen. Ups. Aktenablage. Okay, langt nicht, müssen wir abwarten. Die Fahrstühle brennen. Nee, nicht mehr. Alles gut. Wir haben auch noch keinen einzigen Laden drin, gell? Fällt mir gerade auf. Was sind das jetzt? Bauscheinwerfer und dann... Ich wollte gerade sagen, macht mal fertig hier. So, Aktenablage und was war das noch? Ein kleines Restaurant. Ihr könnt mich mal... Jetzt kommen halt die Anwälte rein. Aktenablage haben wir. Catering.
Catering Service. Ich glaube, die brauchen dann aber auch das volle Programm. So, da müssen noch mindestens 3 ran. Catering können wir eigentlich direkt neben Abfall machen, oder? Ne? So, es wäre mal cool, wenn wir da langsam mal alles hinhalten. So, das Catering. Was ist denn hier los? Was ist denn... So, Instandhaltung. Jetzt kann ich den sowieso nicht mehr bauen. Ob ich den jetzt schon einziehen lasse und das Risiko eingehe? So, die kann ich nicht bauen wegen der Kohle, ne? Ja, Catering fehlt noch. Gut, dann warten wir jetzt 0 Uhr ab. Setzen Catering rein. Und dann fangen wir an mit großen Büros. Komm, mach 0 Uhr. Wir können auch nochmal eine Kampagne hier laufen lassen. Kosten sparen, machen wir. Wieso kann ich nicht instand halten? Jetzt. So, Catering Service. Catering, 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 Catering. Oh, die brauchen, glaube ich, eine Menge. Die brauchen, glaube ich, Wasser auf jeden Fall. Ach, die brauchen Gas. Verdammt. Ich wusste, irgendwas ist doch. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Wasser? 8 von 10. Die brauchen jetzt echt Gas. Das ist natürlich... gut. Nicht gut. Gut, dann müssen wir die Unterverteilung haben wir. Genau. Und dann ziehen wir das Gas hier rüber. Nein, ich bin pleite! Ah. Schön in Stand gesetzt und erstmal, die werden ausziehen. Das habe ich umsonst aufgebaut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ob die mal nicht ausziehen werden. Weißt du was? Weißt du was? Puh, hoffentlich hat es noch gelangt. Ja, ich habe einen Kredit aufgenommen. Ich weiß. Passt schon. So, jetzt aber, komm. Umsatz. 390. Die haben alles, was sie brauchen. Telefon, Strom. Strom haben wir schon. Telefon müssen wir noch ziehen. Wie sieht es eigentlich aus? 25. Da haben wir massig. Gas passt. Moment. Telefon, 25. Ja, ja. Yay! Die Rose. Okay, Wasser wird demnächst irgendwann mal schwierig werden. So, dann können wir direkt das nächste größte Büro setzen. Wir können auch mal gucken, ob jemand Kleines noch einziehen möchte. Ein Buchhaltungsbüro mit Strom. So, wen haben wir denn hier noch? 370, Strom und Telefon. Strom haben wir schon. Telefon ziehen wir auch noch rein. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall auf ein gutes Plus kommen. Wir brauchen noch mehr 250 Leute. 10.000 er Mieteinnahmen. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Mal gucken.
So, eigentlich könnten wir dann uns um die nächste Etage schon mal Gedanken machen. Wobei, wir haben es noch nicht ausgebaut, von daher. Schauen wir nochmal, was hier Bedürfnisse sind von den anderen Restaurants. Eine größere Auswahl an kleinen Restaurants. Ihr könnt mich langsam mal alle echt. Habe ich irgendwas vergessen, oder was? Ah, nee. Was ist denn das? Warte mal, brauchen die nicht auch Läden und sowas? Wir haben ja nicht ein einziges Geschäft. Warte mal. Wir machen mal was. Wir tun mal so. Wir machen mal Lagerräume. Ich habe doch viel früher Räume gebaut. Wir brauchen noch ungefähr 3. Ach Quatsch. So, machen wir gleich. Wir fangen mal an mit Läden, weil ich meine, dass wir Läden brauchen. So. Jetzt machen wir das Lager fertig und dann fangen wir mal an, so eine Einkaufsmeile irgendwie zu bauen. Brauchen die gar nichts? Nö, sind anspruchslos gut. Wobei ich das ein bisschen doof finde hier dran. Die U-Bahn wollte ich bauen, siehst du? Jetzt regnet es nämlich, jetzt kommen nämlich keine Leute. Ich weiß gar nicht, wie weit die U-Bahn ist. Eins weiter. Boah, das kostet uns 5 Mille, ne? Da will einer einziehen. Strom und Telefon. Haben wir. Sehr gut. Kleine Restaurants. Kleine Restaurants. Da stimmt irgendwas nicht. Die brauchen alle kleine Restaurants. Da ist doch irgendwas buggy, meine ich. Das, irgendwas stimmt nicht. Ich bin mir sicher, da stimmt irgendwas nicht. Weil ich habe noch nie so viele kleine Geschäfte in den anderen Spielständen. Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich irgendwas übersehen? Ja, bis auf die Instandhaltung auf jeden Fall. Warte mal, Moment. Wartungsoptimieren. Höhenbeschränkung brauchen wir ganz sicher nicht aufheben, weil im Moment sind wir ja ein Flachbau als ein Hochhaus. Wisst ihr was? Das checke ich nach der Folge. Ich check das mal, vielleicht stimmt die Übersetzung nicht oder sowas. Und wir gucken. Ich guck mir, ich werde das Spiel mal auf. Kann ich das nicht so umstellen? Warte mal kurz. Kann ich das jetzt auf Englisch stellen? Oder braucht das einen Neustart? Funktioniert nur im Hauptmenü. Genau, mache ich dann zwischen Folgen. Werde ich das kurz umstellen? Ich meine, wir haben hier Mittagessen. Frühstück und Mittagessen. Kaffee, Mittagessen. Vielleicht brauchen wir noch was fürs Frühstück oder so. Es könnte natürlich sein, dass wir was fürs Frühstück brauchen. Ob ich den mal rauswerfe? Die gewinnen an Stammkunden. Die sind eigentlich zufrieden. Die Miete ist hoch, hatte ich da. Habe ich die Miete noch erhöht? Nö. Beklagt euch nicht.
So, Telefon. Also das Einzige, was ich jetzt probieren kann... Weißt du was, den hau ich hier raus. Den nehme ich raus. Das kann nicht sein. Ich gucke jetzt nochmal, dass ich einen mit Frühstück einsetze. Vielleicht kriege ich das jetzt noch gelöst in dieser Folge. Nee, will keiner einziehen. Nee. So. Mittag. Frühstück. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wenn das Ding fertig gebaut ist, ob es das war. Drück nochmal schnell auf Instandhaltung. So, der hat alles. Nee. Nee, das war's nicht. Wir sind sowieso am Ende einer Folge. Von daher machen wir das so. Ich werde jetzt die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, seid ihr in der nächsten Folge mit dabei. Und ich recherchiere praktisch nach der Aufnahme, wo das Problem liegen könnte. Es wird wahrscheinlich sowieso die letzte Folge für heute sein. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich recherchiere das. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Project Hires wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.